Guten Tag. Sie haben von Ihrem Arzt eine Darmspiegelung empfohlen bekommen. Ja. Wir werden Ihnen im folgenden Film erklären, wie die Untersuchung abläuft und was Sie bei der Vorbereitung tun und beachten müssen. Ja, dann nehmen Sie noch einen kleinen Moment Platz, bitte. Zunächst wird Ihr Arzt Sie über die Untersuchung aufklären. Sie bekommen, wenn Sie anrufen, zwei Termine. Am ersten Termin kommen Sie zum Vorgespräch. An diesem Vorgespräch kläre ich Sie über die Untersuchung auf, kläre ich Sie darüber auf, wie Sie das Abführmittel einnehmen müssen. Wir werden Ihnen eine kleine Blutabnahme machen und vor allen Dingen können Sie Fragen stellen, was Ihnen wichtig ist, was Sie gerne wissen müssen zur Darmspiegelung. Und einen zweiten Termin kommen Sie in die Praxis, dann bereits vorbereitet und dann wird die Untersuchung durchgeführt. Bei einer Darmspiegelung oder auch Koloskopie wird ein flexibler Schlauch mit Kamera in den Dickdarm eingeführt. Schritt für Schritt wird der Darm so angeschaut. Wichtig für eine endoskopische Untersuchung ist daher ein sauberer Darm. Denn ein sauberer Darm sorgt für gute Sicht. Nur ein sauberer Darm kann gut untersucht werden. Auf dem Monitor sieht der Arzt die Bilder gleich an. So kann er die Darmschleimhaut gründlich untersuchen und Veränderungen der Schleimhaut erkennen. Während der Untersuchung kann der Arzt Gewebeproben entnehmen und Polypen entfernen. Wichtig ist, dass Sie Ihren Arzt vorher informieren, wenn Sie an einer Unverträglichkeit leiden, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, insbesondere Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, chronischen Darmerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und Lungenerkrankungen. Wenn Sie Medikamente einnehmen. Durch eine Darmreinigung kann es sein, dass andere Medikamente in ihrer Wirkung eingeschränkt werden, zum Beispiel die Pille. Wenn Sie Gerinnungshemmer wie zum Beispiel Aspirin einnehmen, bitte informieren Sie Ihren Arzt auch, wenn Sie Eisenpräparate nehmen, da diese die Sicht im Darm erschweren können. Und wenn Sie eine Diät einhalten oder sich überwiegend von Körnern ernähren. Und wenn Sie an Obstipation, also Verstopfungen, leiden. Das alles möchte der Arzt von Ihnen wissen. Das ist ihm wichtig. Um den Darm gründlich zu reinigen, verschreibt der Arzt Ihnen ein Medikament, zum Beispiel Picoprep, und erklärt, was Sie selber bei der Vorbereitung beachten müssen. In der Woche vor der Darmspiegelung können Sie ganz normal essen, ganz normal trinken. Sie können zu Ihrem Lieblingsitaliener gehen. Sie können alles machen, was Sie wollen. Schauen wir uns nun an, was Sie in den Tagen vor der Untersuchung essen sollten, damit die Großreinigung Ihres Darms auch gelingt. Eigentlich können Sie sich bis einen Tag vor der Untersuchung ganz normal ernähren. Verzichten sollten Sie allerdings auf Müsli, Körner und Gemüse bzw. Obst mit großen Körnern, wie zum Beispiel Weintrauben. Gut geeignet sind Reis, Kartoffeln, Teigwaren und Brot- und Eierspeisen. Einen Tag vor der Untersuchung können Sie ein leichtes Frühstück einnehmen, aber bitte ohne Vollkornprodukte und dunkle, trübe Getränke. Mittags können Sie eine klare Brühe ohne Einlagen, Nudeln oder Kräutern zu sich nehmen. Auf das Abendessen sollten Sie verzichten und bis zur Untersuchung nichts mehr essen. Am Tag vor der Untersuchung nehmen Sie dann auch das Medikament zur Darmreinigung ein. Das ist gar nicht so unangenehm, wie Sie vielleicht denken. Picoprep zum Beispiel schmeckt frisch nach Orange, ist gut verträglich und sorgt für eine schonende Darmreinigung. Die Packung beinhaltet zwei Beutel. Die Einnahmezeiten legt Ihr Arzt fest. Die Anwendung ist einfach. Lösen Sie den Inhalt eines Beutels in ca. 150 ml Wasser auf. Rühren Sie gut um, ca. 2 bis 3 Minuten, bis das Pulver sich komplett aufgelöst hat. Die Lösung kann leicht warm werden. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie trinken, dann schmeckt sie auch besser. Sie trinken dieses Abführmittel, warten dann einen kleinen Moment, meistens 30 bis 40 Minuten, und fangen dann an, alle halbe Stunde ein kleines Glas Wasser oder Apfelsaft oder Tee oder Brühe, irgendwelche klare Flüssigkeit zu trinken. Dafür bekommen Sie von uns ein Trinkprotokoll, wo wir Ihnen genau draufschreiben, wann Sie was trinken sollen. Das können Sie zu Hause einfach abhaken. Sie stellen sich eine Flasche hin, gießen immer nach in das Glas und das läuft völlig unkompliziert für Sie zu Hause. Das Präparat wird beim Auflösen etwas warm. Das heißt, Sie tun es einfach in den Kühlschrank, damit das Eis kalt wird und dann können Sie es prima trinken.
Die Einnahme dieser Abführbeutel bzw. der aufgelösten Beutel hängt davon ab, zu welcher Uhrzeit Sie zu uns in die Praxis kommen. Sprich, haben Sie einen Vormittagstermin, ist es anders, als wenn Sie einen Nachmittagstermin zur Darmspiegelung haben. Das entnehmen Sie aber alles dem Trinkprotokoll. Da steht minutiös drin, zu welchen Uhrzeiten Sie was machen können und sollen. Sie brauchen nur noch abzuhaken, es geht völlig unkompliziert. Nachdem Sie das Medikament vollständig eingenommen haben, ist es wichtig, dass Sie viel trinken. Ohne ausreichend Flüssigkeit kann der Darm nicht sauber werden. Der gesamte Darm eines Erwachsenen ist etwa 8 Meter lang und hat die Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Fläche von 1000 Handtüchern oder fast 2 Tennisplätzen. Untersucht wird der ca. 1,2 Meter lange Dickdarm. Also trinken Sie am besten Wasser, Apfelsaftschorlen, klare Brühe, isotonische Getränke, die hell und klar sind, aber ohne Kohlensäure. Dunkle Getränke wie Kaffee, Tee oder Fruchtsäfte erschweren die Sicht im Darm. Sie können im Trinkprotokoll genau eintragen, wann und wie viel Sie getrunken haben und wann Sie das Medikament eingenommen haben. So erhalten Sie eine gute Übersicht. Durch das Medikament Picoprep wird der Darm sanft gereinigt. Nach der Einnahme können jederzeit häufige dünnflüssige Stuhlentleerungen auftreten. Bleiben Sie in Reichweite einer Toilette, solange die Wirkung anhält. Nach einer erfolgreichen Darmreinigung sollte der Stuhl klar aussehen. Am wichtigsten für die Darmspiegelung insgesamt ist mir, dass Ihnen bewusst ist, dass Sie mit dieser Untersuchung eine der wichtigsten Möglichkeiten haben, um Darmkrebs und vor allen Dingen seine Vorstufen zu erkennen. Und in der gleichen Untersuchung können wir die Vorstufen auch noch herausnehmen, sodass Sie eine wirkliche Vorsorge haben. Sie bekommen dann gar nicht erst Krebs. Das zweite Wichtige für mich ist, dass wenn man alle Patienten, die bei der Darmspiegelung waren, nachher befragt, 90% davon sagen, dass die Darmspiegelung wesentlich weniger schlimm ist als die eigentliche Vorbereitung zur Untersuchung. Das dritte ist, dass die Vorbereitung enorm wichtig ist, denn nur ein optimal gereinigter Darm bietet auch eine optimale Möglichkeit, etwas zu sehen, vor allen Dingen kleine Veränderungen zu sehen, um sie dann abzutragen. Wichtig für Sie ist vielleicht noch zu wissen, dass Sie die Möglichkeit haben, während der Untersuchung eine Spritze zu bekommen. Dabei werden Sie einschlafen bei der Untersuchung. Wichtig ist dabei, dass Sie daran denken, eine Begleitperson mitzubringen, weil Sie dürfen nach so einer Spritze weder allein nach Hause noch mit dem Auto fahren oder arbeiten. In der heutigen Zeit ist es wirklich so, mit den modernen Medikamenten der Vorbereitung und mit den Medikamenten der Sedierung, das heißt der Schlafspritze, ist die Darmspiegelung wirklich ein Kinderspiel geworden. Keine Angst vor der Darmspiegelung. Gemeinsam mit Ihrem Arzt werden Sie die Untersuchung meistern. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.